Hallo und herzlich willkommen. Das ist unsere heutige Bordüre. Diese ist sehr, sehr hübsch und vor allem super schnell gehäkelt. Ihr werdet sehen, dass es wirklich ganz, ganz einfach ist. Wir fangen an mit 3 Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Nun werde ich die erste Masche überspringen und 2 feste Maschen in die zweite Masche häkeln. Das heißt, ich gehe in die Masche mit der Nadel, hole den Faden durch die Masche und habe jetzt 2 Maschen auf meiner Häkelnadel. Ich hole den Faden und gehe durch beide Maschen durch. Das war die erste feste Masche und das Ganze nochmal in dieselbe Masche. So, jetzt gehen wir in die nächste Masche und häkeln 3 feste Maschen in der gleichen Masche. Einmal, zweimal und die dritte feste Masche. Eine Luftmasche und jetzt wird die Arbeit einfach gewendet. Nun überspringen wir die Luftmasche und gehen in die nächste Masche und häkeln wieder 2 feste Maschen in derselben Masche. Jetzt geht es wieder in die nächste Masche und da häkeln wir 3 feste Maschen. Einmal, zweimal und die dritte. Alle 3 in der gleichen Masche und wieder eine Luftmasche. Arbeit wenden, Luftmasche überspringen wir, in die nächste Masche 2 feste Maschen häkeln, einmal und die zweite und wieder in die nächste Masche 3 feste Maschen zusammen häkeln, einmal, zweimal und die dritte. Eine Luftmasche, wieder Arbeit wenden. Luftmasche überspringen, in die nächste Masche 2 feste Maschen. Die erste und die zweite. Und wieder in die nächste Masche 3 feste Maschen. Einmal, wieder in der gleichen Masche 2-mal und wieder in der gleichen Masche 3 feste Maschen. Eine Luftmasche, Arbeit wenden. Luftmasche überspringen, 2 Maschen, 2 feste Maschen zusammen in die nächste Masche und jetzt wieder in die nächste Masche, 3 feste Maschen zusammen. Einmal, zweimal und die dritte und wieder eine Luftmasche und Arbeit wenden. Das wiederholen wir jetzt stets. Und wenn wir damit durch sind, ist das unser Ergebnis, welches wirklich sehr schön ist und welches hier wieder auch für ein Armband oder Ohrringe oder als Dekoration für Taschen oder sonstiges benutzen könnt. Wenn ihr es nachhäkelt, ganz viel Spaß dabei. Nicht vergessen, Kanal abonnieren. Es folgen noch andere Videos. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.